all began with a sudden inspiration. Then the inspiration started to take shape. Until the idea was perfect. Only a hero can ride a hurricane. Lamborghini Huracan. Heroes worth it. Ladies and gentlemen, please welcome the President and CEO Automobili Lamborghini, Stefan Winkelmann. Signore e signori, buonasera. Buonasera e benvenuti. Wir alle aus Santa Cata Bolognese sind sehr stolz auf den neuen Lamborghini Huracan LP 610-4. Heute sind 6 unserer Mitarbeiter mit mir hier auf der Bühne und sie sind stellvertretend hier für alle, die an diesem Projekt mitgewirkt haben. Sie kommen aus den Abteilungen Forschung und Entwicklung, sie kommen aus der Qualität, aus dem Einkauf, sie kommen aus der Produktion und sie kommen aus der Finanzabteilung und aus der Qualität. Sie sind jung, sie sind sehr gut ausgebildet und sie sind natürlich hochmotiviert. Grazie ragazzi, ci vediamo dopo. Huracan ist wie in der besten Lamborghini-Tradition der Name eines Kampfstiers. Er hat im 19. Jahrhundert in Alicante gelebt. Und wie konnte man es anders erwarten bei uns? Er ist in der Arena unbesiegt geblieben. Und wenn wir zurück zu dem Auto kommen, das Design ist komplett neu. Es hat nichts mit dem Gallardo zu tun. Und es ist trotzdem sofort als ein wahrer Lamborghini erkennbar. Filippo Perini und seine Mannschaft haben hier wirklich einen exzellenten Job gemacht. Und wenn man das Konzept des Fahrzeugs auf 2 Worte reduzieren will, dann ist das für uns Instinctive Technology. Auf der einen Seite voller technischer Innovation und auf der anderen Seite passt dieses Auto wirklich wie maßgeschneidert auf jeden, der sich hineinsetzt. Extrem komfortabel in der Stadt, sehr schnell und sicher auf der Rennstrecke. Und zu den technischen Highlights nur ein paar davon. Das hat ein Hybridchassis, leichter und steifer, ein Verbund aus Carbon und Aluminium. Ein Saugmotor, 5,2 Liter V10 Motor mit 610 PS. Zum ersten Mal in der Geschichte von Lamborghini ein Doppelkupplungsgetriebe. Und wir haben bei diesem Fahrzeug darüber hinaus ein Dreierverbund aus Allradantrieb, aus Magnareit-Dämpferregelung und Dynamic Steering. Und das sorgt für perfektes Handling, Komfort, Sicherheit und Traktion. Und dieses Auto ist natürlich leistungsfähiger als der Vorgänger. Er verbraucht weniger und hat geringere CO2-Emissionen. Alles andere erzähle ich Ihnen morgen. 8 Uhr morgens bei uns auf dem Stand. Ich freue mich auf den morgigen Tag. Vielen Dank.